Das ist Devil. Heute mit einer Spezialsendung zum Thema Bürgerrecht, Schweizer Rap, World Wide Web. Die Woche mit Paddy Basler und live bei uns im Folium Michelle Kalt. Und da ist schon ihre Gastgeber und Gründer von der Dominikanischen Republik, der Dominik Devil. Hallo miteinander. Danke vielmals. Merci. Merci. Danke. Grüezi miteinander, daheim in den Fernsehsesseln und natürlich hier im Folium. Schön habt ihr eingeschaltet zu einem Deville-Spezial. Heute dreht sich bei uns alles ums Schweizer Zertifikat. Keine Angst, es geht nicht etwa um Covid, sondern um den Schweizer Pass, Rote Gold, den Heiligen Gral und zugleich die Bibel von allen Freiheitsfetischisten. Klarer Vorteil zum Covid-Zertifikat, zum Schweizer oder zur Schweizerin kann man sich noch nicht impfen. Am entsprechenden Impfstoff wird aber schon geforscht, da bin ich ganz sicher. Schweizer Zertifikat kommen bereits nach den 2G-Regeln. G1 Geburt, also wenn die Eltern bereits den roten Pass haben, oder G2, wenn man getestet ist. Also dort Einbürgerung. Es ist bitter, aber wahr. Ohne Schweizer Zertifikat kommen wir nicht an die wildesten Party-Locations im ganzen Land. Ins Urnenbüro zum Beispiel. Und dort kommen den ganzen Haufen nicht rein. Habt ihr gewusst, jede vierte Person, die in der Schweiz lebt, arbeitet und Steuern zahlt, hat keinen Schweizer Pass und darf nicht mitbestimmen. Im Kanton Solothurn hat man letzte Woche versucht, etwas an dem zu ändern. So ist Stimmvolk gefragt worden, wie sie es denn finden würden, wenn AusländerInnen mit C-Ausweis auch abstimmen dürften. Also nur so ein bisschen abstimmen. Ja? Nur so auf kommunaler Ebene. Was also so im Dorf, wo sie leben, so abgeht. Also ob es Fasnachtsmotto «Saufen, kiffen, rumschiffen» oder «Double am Limit» heisst, wie man mit den leimschnüffelnden Primarschülern hinter dem Schulhaus umgeht oder ob der Stierzenbacher Ueli seine Sadomaso-Partys im Stall weiter durchführen darf. Also typische Dorfthemen halt. Ihr könnt es daheim. Die Vorlage hat übrigens geheissen «Erweiterung der Gemeindeautonomie betreffend Vergabe des Stimm- und Wahlrechts auf kommunaler Ebene». Also extra ist so formuliert, damit es keiner versteht. Ja? Und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Kanton Solothurn hat den auch klar abgelehnt. Not so fun fact, bereits zum vierten Mal. Von der Solothurner Gemeinde Eggekringen hat es sogar eine Abfuhr von über 86% gegeben. Was sagt Johanna Bartol, die Gemeindepräsidentin von Eggekringen, in einem Radiointerview dazu? Wir Frauen sind auf die Straße gegangen. Wir haben für das protestiert. Wir haben das verlangt. Ich habe noch nie eine Demo gesehen von Ausländern und Ausländerinnen, die das Stimmrecht verlangt haben. Ja, das sagt Johanna Bertoldi von der FDP. Auf die Straße gehen, zu demonstrieren, ja? Gerade die FDP weiss ja Menschen, die auf die Straße gehen, um etwas, für etwas zu kämpfen, sehr zu schätzen, wie wir wissen. Aber auf das Frauenstimmrecht hat man schließlich auch jahrzehntelang warten. Dann können ja auch die Ausländer jetzt mal ein bisschen geduldig sein. Und Geduld, das braucht einen ganzen Haufen, wenn man in der Schweiz eingebürgert werden will. Geduld und Geld. Und starke Nerven. Und Niederlassungsbewilligung, Identitätsausweise, Strafregisterauszug, Sprachnachweis, Leumundszeugnis, Betreibungsregisterauszug, Lohnausweise, Personenstandsregisterauszug, Steuererklärung, Referenzen. Und meist auch noch ein Bewerbungsschreiben. Ja, das ist sehr viel. Ja? Also ich würde mal sagen, nur wenn man als Animator im Europapark arbeiten will, ist es noch härter. Weil dort braucht man noch zusätzlich das Zuckerwatte-Verträglichkeitsattest, einen offiziellen Waffelschein und man muss bis mindestens Achterbahn können zählen. Das Schweizer Einbürgerungsverfahren gilt zu Recht als legendär und hat ja auch schon auf der Leinwand für Furore gesorgt. «Schweizermacher» hat der Kultfilm damals geheissen. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Höchste Zeit also, sich dem heiklen Thema wieder einmal im Kino anzunehmen. Tschüss Deutschland, Schweiz, wir kommen! Yeah. Oh, ich habe schon mal geübt. Kuchikästli. Kuchikästli heisst es, glaube ich. Dort vorne gibt es Apero. Alpengeil. Oh. Hallo, Grüß! Komm her, Rösti. Grüezi, wussten Sie, dass Ihre Tochter auch einbürgen will? Wie hieß das Mürschwiler Fasnachtsmotto an 85? Vielleicht Kuchikästli? Verdammt. Bald sind wir echte Schweizer. Überwachen die uns? Kukuseli.
Immer noch kein Entscheid. Kleine Schweiz. Wie lange dauert das denn noch? Ein Jahr vielleicht. Es kommt darauf an, wie es vorwärts geht. Papa, abgelehnt! Ja, schade ums Geld. Kuchen, Cash. Komm, wir probieren es in Schweden. Das Möhrenbröt. Ja, Schweizerin sein ist einfach. Aber Schweizerin werden, das ist richtig hart. Das Schweizer Einbürgerungsverfahren ist das strengste in ganz Europa. Zwar gibt es nur einen Schweizer Pass, aber über 2000 Wege, ihn zu bekommen. Ja, und mit diesen 2000 Wegen sind wahrscheinlich unsere 2172 Gemeinden gemeint. Denn im Vergleich zu anderen Ländern ist unsere Einbürgerung nicht einheitlich geregelt und kann von Kanton zu Kanton, ja sogar von Dorf zu Dorf variieren. Gut, immerhin gibt es so ein ungefähres Regelwerk darüber, wie man Schweizer Bürgerin oder Bürger werden kann. Globi-Bücher. Ich empfehle Globi auf der Alp, Globis Reise ins Herz der Schweiz, Globi als Soldat, ganz wichtig Globi und Wilhelm Tell und das bald erscheinende Werk Globi darf endlich heiraten. Nein, im Ernst, das hochspannende Werk heisst Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht. Dort sind die gröbsten Voraussetzungen festgehalten. Ein Ausländer kann ein Einbürgerungsgesuch stellen, wenn er seit mindestens 10 Jahren in der Schweiz lebt und bis 3 Jahre vor Gesuchstellung keine Sozialhilfe bezogen hat. Aber Details, also wie man das auslegt, liegen, wie gesagt, im Ermessen der einzelnen Gemeinden. Das Schweizer Einbürgerungsverfahren ist also eigentlich wie die Bibel oder der Koran. Brutal, veraltet und eine Frage der Auslegung. In Deutschland zum Beispiel gibt es einen einheitlichen Einbürgerungstest. Alle Fragen kann man dort online einschauen und man kann sogar Probedurchläufe machen. Also gegen den Doktor, den man bei einer Schweizer Einbürgerung machen muss, ist die deutsche Einbürgerung eine einfache Weiterbildung. Ja? Hast du den Bachelor? Nein, hat die Weiterbildung zum Deutschen gemacht. Schaut. Der Mann zum Beispiel war nur einen Tag in Deutschland, hat nur gebrochen Deutsch geredet und ist sofort eingebürgert worden. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Das ist doch total lächerlich, ja? Sorge um die Einbürgerung von seinem Schützling macht sich auch der Herr Böhni aus Hallau. Zu Recht. Ja, grüezi miteinander. Böhni Marcel, Hallau. Ich habe 2017 Urlaub gemacht in Tschechien und habe dort in der Nähe von Pilsen auf dem Markt einen Hund gekauft. Und der Kuno hat mich angeschaut mit seinen grossen Augen. Und das hat es mir einmal genommen. Mann. Ja, sitz! Noch mal sitzen! Sitz! Ja. Hat irgendwo eine Katze geschmeckt? Ja, nach 4 Jahren wäre es auch Zeit, um den mal einbürgern zu lassen. Weil 4 Jahre sind ja in Hundejahr. Mehr. Also, die Einste. Wo bist du? Wo ist er? Wo? Da ist er. Ein einzubürgernder Hund muss eine bestimmte Anzahl von Befehlen verstehen und ausführen können. Komm, hol mal das Bälleli, komm! Gemäss Zertifikat ist er ein Irish Setter Dackelmischling. Wobei ich muss sagen, er hat wahrscheinlich noch etwas von einem Neufundländer, weil er ist relativ gross. Das ist eigentlich ein Jagdhund. Auch wenn irgendwo amigs Enten durchfliegen, merkst du, tschick, er würde es am liebsten holen. Welchen Dialekt soll er jetzt reden? Also, er tut echt ja gut. Nimmst mal etwas Sympathisches, das auch irgendwie beim Einbürgerungstest gut überkommt. Berndeutsch zum Beispiel. Sag mal, Venus von Böhm. Also, da musst du halt schon auch Fragen können beantworten über die Schweiz. Also, was ist die Hauptstadt von Kanton Appenzell Ausserrhoden? Wo selbst ich als, bin ja jetzt nicht ein Hund, Problem hatte. Hey, das auch. Man merkt auch richtig, er muss immer ein bisschen beschäftigt sein, er muss doch gerne mit dem Kopf arbeiten. Hörst du jetzt auf Gas fressen? Aus! Aus! Wenn es nicht klappt bei dem Einbürgerungstest, muss man dann halt Gemeindeversammlung entscheiden. Und dann wird es natürlich schwierig, weil er ist natürlich eine Strassenmischung. Er hat es ein bisschen schwieriger als andere. Oder meint er, irgendein Labrador oder ein Golden Retriever hätte Probleme bei der Einbürgerung? Nein, der wird einfach durchgewunken. Man lernt viel über die Schweiz, wenn man einen Hund einbürgert. Oh, ja, zusammennehmen müssen wir da noch.
Ja, und jetzt, also wenn es nicht so klappt mit dem Einbürgerungstest und auch mit der Gemeindeversammlung, dann weiss ich, dann habe ich einfach einen Plan B. Dann werden wir radikal tonen auf irgendwo auf die Alpu im Bündnerland. Dann hoffe ich, dass er 2-3 Schäfe reisst. Und dann, wenn er dann die 2-3 Schäfe gerissen hat, ist klar, dann qualifiziert er sich als Wolf. Und dann wird er wieder angesiedelt, zack, darf er bleiben. Komm jetzt, Kuno, komm, gehen wir heim, komm. Ja. Komm jetzt. Sagen wir, wie es ist. Das schweizerische Einbürgerungsverfahren ist kein Marathon, sondern eine regelrechte Olympiade. Schauen wir mal an, wie verschiedene AnwärterInnen sich in den letzten Monaten und Jahren so geschlagen haben bei dieser Einbürgerungsolympiade. Hier haben wir den Mergin Ametti aus Montlingen in St. Gallen. Seine Disziplin, der Einbürgerungshürdenlauf. Ametti ist ursprünglich Kosovar, aber bereits in Montlingen geboren. Dort ist er auch aufgewachsen, hat im Fußballverein gespielt und redet den astreinen, hässlichen Rheintaler Dialekt. Sogar ein KV-Lehr hat er gemacht. Ich meine, ein KV-Lehr ist ja quasi schon, ja, ist ja schon die Schweizer Bleiberechtsurkunde, würde ich sagen. Ähnlich wie wenn man im SRF Satiresendungen schaut, mindestens zweimal in der Woche ein Vita-Parcours absolviert und dazu noch ohne Schuhe trägt. Ja? Mehr Schweiz geht ja überhaupt. Ich meine, wer hat denn noch einen Pass von uns? Ich einen Pass? Nein. Am Zoll zeige ich mein KV-Diplom und meine Onschuhe. Ja, das länger. Aber zurück zu unserem Einbürgerungsathlet Mergin. 2018 hat er versucht, die erste Hürde zu nehmen und ist gescheitert. Er hat zu wenig Beizen im Dorf aufzählen. Was? Beizen aufzählen in einem Ort wie Montlingen? Das kann jetzt nicht so schwer sein. Ja, ist doch alles gleich bei diesen Käfern. Ich rötle jetzt einmal einfach. Hat es ein Beiz, das Eintracht heisst? Krone? Adler? Kreuz? Ein Leue hat sicher? Ja, Sender, so schwierig ist es nicht. Ein Hirsch, Schöfli und Tauben hätte es übrigens auch noch dort gegeben. Wer hätte das gedacht? Trotzdem natürlich absolut kein Kriterium, um einen jungen Mann nicht einzubürgern, nur weil er nach dem Arbeiten in die Knellen mit Tiernamen rumhängt. Ja? Schuld, dass über eine weitere Hürde dann beim Einbürger gestolpert ist, ist nicht etwa sein Vorstrafenregister gewesen oder weil er seine Ohrenschuhe nicht richtig zugebunden hat, sondern seine Frisur. Ist so die Frage, ja, Ametti, sind aber auch ein typischer Haarschnitt. Ihre Landsmänner haben eine andere Frisur. Und ja? Also, wenn schon so eine Frisur, dann bitte mit Kopftuch. Schau jetzt, so sieht der richtige Schweizer aus. Die dritte Hürde, über die der Mergin gestolpert ist, klar. Da steht auf Papier Konfession Islam. Darauf ist dann ein Spruch von wegen, ja, aber nicht, dass ich jetzt den Teppich hole und anfange zu beten. Und ich habe nichts dazu gesagt, es sind alle 5 Leute drinnen gelacht, aber... Ja, gelacht haben sie. Und aus der Fertig gelacht haben, hat der Mergin gesagt, das ist kein Teppich, sondern mein seitenlanger Rekurs, den ich nicht etwa in Mekka werde eingeben werde, sondern beim Kanton. Und das hat gewirkt. Der Kanton St. Gallen hat letztes Jahr entschieden, der Einbürgerungsrat hätte damals seinen Ermessungsspielraum missbräuchlich bzw. willkürlich genutzt. Der Mergin ist heute eingebürgert und hat seine Erfahrungen in einem Song verarbeitet. Erzählen Sie mir, werden Sie zwangsliiert. Es steht Islam auf Papier, wie wird er praktiziert? Merken wir Mögen, können kein Beizen, nur ein Funk, ein paar Stumpen zu heizen, da muss alles vor und lange. Ablehnung, Dürre, Jasse, alles klar. Okay, Schweizer Staatsbürgerschaft gewonnen, aber Street Credibility im Rap-Game auf Lebenszeit verloren, Mergin, ja? Aber beides kann man nicht haben. Als nächstes an unserer Einbürgerungsolympiade Anja Kilian aus Freienbach, Schweiz. Ihre Disziplin, Fragekatalog Schwimmen. Frau Kilian ist 1987 aus Deutschland in die Gemeinde Freienbach gezogen und hat gedacht, dass nach über 30 Jahren ja, ein bisschen Mitspracherecht am Wohnort angebracht wäre. Nachdem sie alle staatskundlichen schriftlichen Tests bestanden hat, hat sie sich auch noch mit der hochinteressanten Geschichte von ihrer Gemeinde intensiver auseinandergesetzt. 972 wurde die Gemeinde Freienbach zum ersten Mal. Aber ja, gebracht hat das Freienbacher Studium nichts. Ich bin abgelehnt worden, weil ich zu wenig in die lokalen, kommunalen Gegebenheiten integriert bin und weil ich gewisse Fragen konnte ich nicht beantworten, wie zum Beispiel, was ist die Miliz oder nennen Sie drei Flüsse, drei Flüsschen, drei Bäche in der Gemeinde Freienbach-Pfäffikon. Und eine Frage war, was ist Kapunz?
Ja. Kapunz, Gesundheit, ja? Wer kennt's nicht? Spezialität aus Pfäffika am Zürichsee im schönen Bündnerland. Und die, die nicht wissen, was Kapunz ist, da die genaue Definition. Es handelt sich um in Mangoldblätter oder Lattichblätter gewickelte Päckchen aus Spätzleteig, die mit Kräutern und in kleine Stücke geschnittenem Landjäger, Salsiz oder Bündnerfleisch angereichert sind. Hm, ganz einfach, oder? Das kann man ja wissen. Ja? Und so sieht Kapunz übrigens aus. Denn Miliz, was ist Miliz? Auch mega easy. Miliz, wisst ihr, ist ungefähr da und unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Was ist sie noch gefragt worden? Trübach. Sie hat Trübach müssen nennen. Trübach in Freienbach. Ja? Also, einer heisst wahrscheinlich Freienbach. Nein, das wäre jetzt einfach gewesen. Wenn Rötli mal weiter heisst, einer vielleicht Kreuzbach. Mm. Ein Leuenbach? Gut, das ist nicht wie bei den Beizen. Ah, Freienbach bei Pfäffiken. Völlig einfach, Pfäffiken. Alpamare. Thriller, Tornado und Cobra. Das sind die drei Bäche, oder? Das ist gut. Aber zurück zu der Anja Kilian. Nach über 5'000 Franken Gebührengelder und 2 Einbürgerungsversuchen hat sie es dann bleiben. Auf den roten Pass hat sie keine Lust mehr und auf Kapunz gerade auch nicht mehr. Kapunz, wo ich bis heute nicht weiß, was das mit Freienbach zu tun hat. Ja, die Liste könnte man beliebig verlängern. Zum Beispiel mit dem Herr Halili, der im Bubendorf abgelehnt wurde, weil er Trainerhose in seiner Freizeit trägt. Oder der Herr und Frau Casadei aus Oberart, die wirklich gefragt worden sind beim Gespräch, mit wem der Bär im Tierpark Goldau zusammentut wurde und dann irgendwelche Straftaten angedichtet worden sind. Oder im Buchs Frau Ilmas, die abgelehnt wurde, weil sie nicht konnte beantworten, wo braucht das Frittieröl am besten entsorgt wird. Und nein, trotz dem türkischen Namen Ilmas hat sie nicht etwa den Dönerstand betrieben und mit Frittieröl hantiert. Ja? Um zu erfahren, warum das alles so willkürlich und kompliziert ist, haben wir einmal Patti Basler zum Bundeshaus geschickt. Gibt es nicht einfache Möglichkeiten, um an rote Pass zu gelangen? Spoiler, es gibt sie. Aber dafür müsste man den Gassis schaut selber. Wenn wir alle einbürgern, wird die Schweiz dann schleichend islamisiert. Der Halbmond steht schon über der Bundeshauskuppel. Du bist dafür, dass man schon qua Geburt in der Schweiz das Bürger- oder Bürgerinnenrecht überkommt, Jus Soli sogenannt? Ja, absolut, ja. Ist das einfach, weil du ja keine Freunde mehr hast in der Schweiz? Wer würdest du ausbürgern, wenn du könntest? Wer ich würde ausbürgern? Selbst Karin Keller-Sutter, unsere Justizministerin, geht auf Europa schauen, wer wir noch reinholen können. Du als juristisch versierte Person, was haltest du vom Jus Soli? Also, jetzt sind wir beim Einbürgerungsrecht. Genau. Jetzt wird es aber spannend. Wobei der Thierry Burkhardt wahrscheinlich auch gar nicht weiss, wo seine Blutlinie herkommt. Bist du vom Pfarrer? So. Nein, ja, das kann auch sein. Oder Pöster, das weiss ich nicht. Das ist eher eine Joke-Sendung, wenn ihr mir solche Fragen stellt, oder? Du würdest mich oder jemanden, der kein Schweizer Bürgerrecht hat, heiraten, damit man das Schweizer Bürgerrecht bekommt? Natürlich nicht. Wir sind ja nicht käuflich. Die Schweizer Bürgerschaft, die du hast, hast du dir die verdient? Ja, klar. Mit was? Mit OL-Säckeln? Sicher. Ihr Grünliberalen, ihr wollt ja einfach möglichst viele Leute einbürgern, damit ihr eure Partei ein bisschen grösser machen könnt. Ja, insbesondere. Wo ist bei eurer Partei das Fleisch am Knochen? Nie nicht. Und du willst Schweizer werden? Ja, auf jeden Fall. Warum? Soweit es möglich ist, weil ich die Freiheit liebe. Mit einem Rollkrägli? Ja, ist ein bisschen kalt heute. Kann man doch nicht frei schnaufen so? Nein, das geht mir jetzt zu weit thematisch. Ich bin gerade voll fokussiert auf Evidence-Based Policymaking. Liebe Schweizerinnen und Schweizer, bürgert der junge Mann ein, das ist der einzige, der weiss, wie man Wissenschaft und Politik zusammenbringt, weil dort happert es ja auch in der Schweiz im Moment. Wenn ich mich im Tessin einbürgern lassen möchte, was müsste ich tun? Einen Tessiner, der Bürger vom Ort ist, heiraten. Oder eine Tessinerin? Oder eine Tessiner. Ich glaube, ich bin zu alt, um ihr diese Antwort zu geben. Mein Leben habe ich für diese Etappe schon gelebt. Aber die FDP legt sich doch mit allen ins Bett, die Geld haben. Ja, das müssen Sie mit den Leuten der FDP sprechen, nicht mit mir. Ich wollte schon lange eine Bundesratsgattin werden, damit ich Bürgerin vom Wallis werde, also Frau Amherd.
Könnte ich jetzt um Ihre Hand anhalten, damit ich Walliserin wird? Also ihr könnt schon um eure Hand anhalten. Aber wenn der Bundesrat Gattin wählt, wäre er hier am falschen Ort. Mit mir wäre er der höchste Bundesrätin und Gattin. Das würde ich auch nehmen. Hinter unserem Hiesche ist das Eis eisiger, als das von den Fischern ist. Also wegen der Kärtchen und wegen der Blumenstecken und so gehen wir dann. Ja. Schauen wir dann, oder? Ja, aber die Schutz Basler! Fassen wir also zusammen, unser ach so schönes Schweizerland tut sich schwer mit Einbürgerungen und ist ausgesprochen geizig, wenn es darum geht, den roten Pass auszustellen. So gilt das Schweizer Einbürgerungsverfahren als strengste in ganz Europa. Härter hast du es in Europa vielleicht nur noch, wenn du ins Testament von der Queen watch und Harry heisst. Ne? Das werden sich viele Migrantinnen und Migranten nicht mehr antun. Die Einbürgerungszahlen gehen auch seit 2017 zurück. Gleichzeitig haben die Schweizer im internationalen Vergleich durchschnittlich sehr wenig Kinder. Also wenn es so weitergeht, besteht unser Stimmvolk bald nur noch aus einem ungeimpften Landwirt aus Margau, einer Souvenirverkäuferin mit B-Ausweis in Luzern und einem erfolglosen Grafiker, der einen Bubble-Tea-Laden im Kreis 4 betreibt. Ja? Und wenn ihr jetzt denkt, ja gut, aber die können ja dann zusammen wieder Kinder haben. Falsch, weil der Grafiker heiratet ja jetzt eben den Landwirt. Hm? Auch die Wahlbeteiligung bleibt seit Jahren tief. Kein Wunder. Ein Viertel der Schweizer Einwohnerinnen und Einwohner haben keinen Pass und sind bis auf ganz wenige Ausnahmen von allen politischen Mitentscheidungen ausgeschlossen. Das ist ja härter, als wenn du eine mega wichtige Person bist, aber am Morgen nicht selber darfst bestimmen, was du anlegst. Ja? Das ist wirklich eine Diktatur. Und wie wichtig, gerade für junge Menschen, das politische Mitentscheiden ist, hat der Pfarrer im Aargau eben schon in den 80er gewusst. Denn das beeinflusst doch weitgehend ihre Zukunft. Kann sie fördern oder kann sie gefährden? Ja. Und um dem entgegenzuwirken, sind im Augenblick verschiedene Vorstöße auf den Weg gebracht worden. Schauen wir uns mal die zwei wichtigsten davon an. Der radikalste Vorstoß kommt von dem Pfarrer hier. Innerhalb weniger Jahre wurde auf den Kopf gestellt, was vorher während vielen Jahrhunderten gegolten hatte. Amen. S-Beständerat Paul Rechsteiner, sein Vorschlag könnte die Einbürgerungsfrage wirklich auf den Kopf stellen und reformieren. Weil er vertritt das Geburtsortprinzip. Oder auf Lateinisch Ius Soli. Was so viel heisst wie Recht des Bodens. Die Idee ist ganz simpel und äußerst einfach umzusetzen. Wer in der Schweiz geboren wird, kommt der Schweizer Pass über. Fertig. Die Praxis wird bereits in rund 30 Staaten in der Welt angewandt, so zum Beispiel auch in den USA. USA, ihr erinnert euch, ja? Also die uns das gebracht haben, IT der Außerirdische. Oder DT, der Rausgeschmissene. Oder FB, das Alleswissende. Ich meine, was soll da noch schiefgehen? Laut Rechtswissenschaftlerinnen hat der Vorschlag aber wenig Chancen. Zu gross ist die Angst vor dem sogenannten Geburtstourismus, wie er tatsächlich in den USA bereits eingesetzt hat. Geburtstourismus in der Schweiz? Also da bin ich auch ganz fest dagegen, wenn es dort das mehr Schweizer Golfen gibt. Auf der anderen Seite könnte ja so ein Geburtstourismus ein schöner Ausgleich sein. Zum Beispiel zu unserem Sterbetourismus. Ja? Die jetzige Praxis der Schweiz ist das Abstammungsprinzip. Also lateinisch Ius Sanguinis, das Recht des Blutes. Das heisst, deine Familie Schweizer, du auch Schweizer. Alle anderen werden in der Arena der Leute zum Fraß vorgeworfen. Der Bundesrat hat verlauten, das Abstammungsprinzip wird uns eine Steuerung der Zuwanderung ermöglichen. Dabei ist es genau umgekehrt. Als man das Prinzip im 19. Jahrhundert eingeführt hat, hat man nicht die Einwanderung regulieren, sondern die Auswanderung. Weil keine Sau in der mausarmen, kalten Herdöpfelschweizer bleiben. Ius Sanguinis ist also historisch nichts anderes als ein Katzentürli zurück in die Eidgenossenschaft und wird uns heute vom Bundesrat als Möglichkeit verkauft, um fremde Mäuse abzuschrecken. Kommen wir jetzt zu der zweiten Vorlage, die Bundesbahn beschäftigt. Auf den Weg gebracht wurde, ist sie von dieser hier. Ja, von der grünen Ständerätin mit der Veloglocke Lisa Mazzoni. Sie fordert eine Einbürgerungserleichterung für Ausländerinnen und Ausländer aus der zweiten Generation. Die könnten dann ein erleichtertes, finanziell günstiges und vom Bund einheitlich geregeltes Verfahren in Anspruch nehmen.
Aber auch für diesen Vorschlag stehen die Vorzeichen sehr schlecht. 1983 ist ein ähnlicher Versuch an der Urne vom Volk abgelehnt worden. Mit über 55%. Ebenso 1994, das mal gescheitert am Ständemeer. Und 2004 haben wir es noch mal probiert. Das Volk hat Nein gesagt mit über 56%. Und auch die Motion ist bereits vom Bundesrat abgelehnt worden. Und der hat sich somit als rückständiger geoutet als der Bundesrat von 2004, der dazumal noch für einen Annahme plädiert hat. Bundesrat 2004. So cool. Wahrscheinlich hat man einfach wirklich Angst vor den vielen, vielen Händen, die nichts anderes wollen, als den schönen Schweizer Pass abzugreifen. Ja, was macht denn der rote Pass so attraktiv, Herr Pfarrer? Ja, das ist vor allem eben auch das optische, die Aufmachung. Es ist etwas reizend, wenn jetzt so die beiden hier, die liegen, wo die wahrscheinlich Jugendliche spontan nach dem greifen, wo natürlich ein bisschen Pfeffer drin ist, oder? Und so. Moment, Pfeffer, tolle Aufmachung. Geht es bei dem SRF-Archivbericht wirklich um einen Schweizer Pass oder um ein ganz anderes Dokument? Der Herr Pfarrer ist mit mir diskutieren wegen dem Bravo. Und er hat gesagt, er will das lieber nicht mehr, dass wir es hier kaufen können. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache mit. Warum nicht? Ich bin bereit. Ja, es ist ums Bravo gegangen. Wirklich war 1983 haben ein Pfarrer und ein Kioskbesitzer es geschafft, ein ausländisches Jugendheftchen auszuweisen. Ja? Warum? Es ist halt in ihrem Ermessensspielraum gelegen. Der gleiche Ermessensspielraum, der noch heute auf Menschen angewendet wird, um sie auszuschließen. Ist der Ermessensspielraum noch zeitgemäss? Oder was heisst das juristisch? Fragen wir unsere TV-Anwältin Michelle Kalt. Michelle, guten Abend. Was hat es mit dem Ermessen juristisch denn auf sich? Ermessen ist quasi die Behördenversion der Eigenverantwortung. Es tönt gut, es macht eigentlich auch total Sinn. Aber sobald Deppen mitmachen dürfen, funktioniert es nicht mehr. Deppen klingt schon mal spannend. Kannst du das einem Beispiel erläutern? Also stell dir mal vor, es ist Wunschkonzert im Radio. Ermessen heisst jetzt, dass man aus verschiedenen möglichen Lösungen eine auswählen darf. Zuerst wählen alle, die anrufen, etwas Normales. Ich schenke dir mein Herz, Nothing Compares to You, Venus von Bümplitz, Give Me Shelter. Und dann? Dann läutet irgendeine Pappnase an und wünscht sich Chihuahua. In der Guckenmusik-Version. Und weil die Pappnasen ihr Ermessen missbraucht, haben nachher alle Wunschkonzerte einen schlechten Ruf. Ja, aber trotzdem, wäre es nicht besser, wenn es einen einheitlichen Test bei den Einbürgerungen vom Bund würde geben würde? Nein, nein, nein. Der Spielraum der Gemeinden ist wichtig. Erstens braucht es Ermessen, damit sich die JUSO darüber aufregt und nachher weniger Steuerinitiativen macht. Zweitens braucht es Ermessen, damit Behörden im Einzelfall gerecht entscheiden kann. Und drittens, damit Gemeinden ihre lokalen Besonderheiten berücksichtigen können. Eine Voraussetzung für die Einbürgerung ist ja, dass man gut integriert ist. Und das heisst in der Schweiz überall etwas anderes. So zehn sagt man als integrierte Person auf der Straße «Grüezi». In Basel «Guten Tag». In Genf «Bonjour». Und in Zürich sagt man «Gang weg». Da kannst du keinen einheitlichen Test machen. Ja. Ja, aber wenn man den Gemeinden so viel Spielraum lässt, schafft das nicht einfach auch Beamtenwillkür? Es gibt schon Regeln fürs Ermessen. Es muss pflichtgemäß ausgeübt werden. Behörden dürfen zum Beispiel nicht willkürlich, also ohne sachlichen Grund entscheiden. Willkürliche Entscheidungen sind in der Schweiz rechtlich gesehen nur Kinder unter 6, ein Wetter, ein BAG und der Programmchefin vom SRF vorbehalten. Gut, aber trotzdem, schlussendlich heisst doch das nichts anderes, als dass man irgendwelche Wichtigtuer ausgeliefert ist, oder? Ja, Wichtigtuer ausgeliefert sein, das kenne ich als deine Mitarbeiterin gut. Dominik. Aber ob du die Einbürgerungsbehörde jetzt als kompetent Wichtigtuer ist oder sogar als amtliche Volldeppe bezeichnest, das ist natürlich wieder eine Frage vom Ermessen. Vom Ombudsmann. Danke, Michelle Kalt, für die juristische Einbürgerung. Einordnung. Merci, vielen Dank. Über 2 Millionen Menschen in der Schweiz dürfen nicht abstimmen, obwohl sie hier leben und arbeiten. Ihre Einbürgerung scheitert an zu viel Aufwand, behördlicher Willkür oder schlichtem Geld. Wir bei Deville wollen dem etwas entgegenwirken und haben kurzerhand
einen eigenen Staat im Staat gründet. Eine Wohlfühloase in der emotionalen Wüste Schweiz, die Dominikanische Republik. Nicht zu verwechseln mit der Dominikanischen Republik in der Karibik. Ja? Das ist etwas anderes. Das Staatsgebiet von unserer Republik, ja, geht von ungefähr hier bis hier. Ja? Unsere Währung ist der Applaus und wir verfügen sogar über eine funktionierende Miliz. Ungefähr hier. Hm? Unser gratis Einbürgerungstest steht allen Einwohnern und Einwohnerinnen offen, die in der Schweiz leben, aber keinen Schweizer Pass haben. Alle passechten Schweizer dürfen den Test natürlich auch gerne machen, aber die werden ziemlich, ziemlich sicher scheitern. Schauen wir mal ein paar Fragen an und ihr werdet wissen, was ich meine. Frage 1 lautet: Nennen Sie drei Restaurants in Mondlingen, St. Gallen? Ach, das ist eine Fangfrage. Ja, falls man das weiss, hat man sich bereits als Rohpass-Schweizer geoutet und ist rausgefallen. Eine Frage ist auch die: Was stört Sie an diesem Bild? A. Der Rasen ist nicht gemäht. B. Gottfried Stotz schlecht einzäunet ist der Keib. Oder mich stört Komposition und Belichtung. Ja? Ihr seht, auf was es rauslaufen will. Hat man alle 10 Fragen durch, kann man seinen dominikanischen Pass direkt ausfüllen und ausdrucken. Schaut mal, da ist er. Hä? Ist nicht wunderschön, ich gebe zu, nicht ganz fälschig sicher, aber er ist schick. Ja? Und mit dem Pass geht so einiges, auch außerhalb unserer Republik. Was genau ist noch nicht ganz klar, aber ich würde jetzt mal einfach überall unaufgefordert vorweisen, falls ihr irgendetwas irgendwo mal vorweisen ja? Zum Beispiel im Zug, alle Billette bitte, zack! Ja? Oder an der Kasse, Kumuluskarte bitte, zack! Ja? Oder auch beim Urolog, unten nur freimachen bitte, zack! Funktioniert alles. Das Beste aber, mit dem Dokument verfügt man ab sofort mit allen anderen dominikanischen Bürgerinnen und Bürgern über eine Schweizer Stimme bei den nächsten eidgenössischen Abstimmungen. Nämlich über meine persönlich. Auf unserer offiziellen Webseite keinpass.ch wird unser Urnenbüro aufgeschaltet und alle DominikanerInnen dürfen dann dort angeben, wie sie würden abstimmen, wenn sie könnten. Die Mehrheit entsprechend wird ich von meinem Stimmrecht Gebrauch machen und den Stimmzettel einwerfen. Geht also noch heute auf keinpass.ch und werdet endlich in der Schweiz stimmberechtigt. Das ist, glaube ich, die Demokratie für alle. Viva Dominikanische Republik! Und jetzt die Hymne! Und wir sind auch schon wieder am Ende. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder, egal mit Schweizer Pass oder ohne. Gute Nacht. Terre d'Angleterre et le grand Dominique, notre père, combattit des Albigeois. Dominique, Dominique, s'en allait tout simplement routier pour des chansons. En tout chemin, en tout